Ihr bekommt jetzt drei Quizze in einem. Das klingt gut, Hazel, aber wo ist der Haken? Die drei Quizze sind leider alle scheiße. Hier ist Kategorie 3. Hazel hat ein Herz. Als klar war, dass ich hier moderiere, sind noch in derselben Nacht viele RedakteurInnen zu mir gekommen mit dem Ziel, eine ihrer Ideen in der Show unterzukriegen. Wer stiehlt mir die Show ist jetzt in der 6. Staffel und da gibt es natürlich auch jede Menge Ideen, die es bisher in keine Sendung geschafft haben, weil sie angeblich zu scheiße sind und in der Redaktionskonferenz durchgefallen sind. Aber das will ich ändern. Ich liebe Scheiße, könnt mich gerne zitieren. Und heute werde ich Geburtshilfe leisten für Ideen, die ohne mich niemals das Licht der Welt. Boah, jetzt kann ich gar nicht mehr reden nach diesem richtigen Shot. Hast du einen genommen? Ja, ist ganz schlimm. Das war ein Fehler. Ja, ist wahnsinnig. Ab jetzt entgleitet es mir alles. Ja, komisch. Auf jeden Fall. Jetzt. Jetzt komm. Yeah. Ich gebe jetzt ein paar RedakteurInnen die Chance, Ideen hier zur Wirklichkeit zu machen. Hier ist die erste Redakteurin. Hier ist Julia mit ihrer Idee, das kann doch wohl nicht Star sein. Das kann doch wohl nicht Star sein. So. Guten Abend, Julia. Was ist deine Idee und was war die Hauptkritik daran? Also an die Kritik kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern. Es wurde einfach gesagt, es ist scheiße. Bitte? Also die Idee besticht durch Eleganz, Tiefgang. Es kommen prominente Gesichter darin vor, Alltagsgegenstände und Tiere. Und ich verstehe auch tatsächlich nach wie vor die Kritik nicht. Es ist sehr ästhetisch ansprechend geworden. Es ist scheiße. Es genügt höchsten ästhetischen Ansprüchen. Erklär uns doch einfach mal, wie man das spielt. Ja. Und dann machen wir das einfach. Also, ihr seht da oben gleich eine kleine Matz. Da wird ein lustiger Gegenstand sein. Und nach kommen eben Augen rein, der Mund, die Nase. Und auf jeden Fall buzzert ihr bitte, wenn ihr glaubt zu meinen, welche berühmte Person das ist. Und löst das. Und wenn es richtig ist, bekommt ihr einen Punkt. Und wenn es falsch ist, seid ihr gesperrt und ihr könnt nachziehen. Okay. Habt ihr das verstanden? Gut, dann würde ich sagen, geht's los mit Das kann doch wohl nicht Star sein. Welche prominente Person suchen wir? Das baut sich jetzt langsam auf. Das ist ein Julia, wie ist das, wenn dein Werk zur Realität wird? Wie war es für Michelangelo, als er den Schniedel von David als erstes gesehen hat? So ist es, ja. Wahnsinn. Oh mein Gott, ey. Ist das fertig jetzt oder kommt da noch? Nee, das ist fertig. Ah, das war's. Ja, das leider war's das. Das ist, hä? Das sieht man wie bei. Ich finde, Joko, die Frage. Wie bei jedem. Ja, bitte, Stefan. Ist das Olaf Scholz? Selbstverständlich, das ist richtig! Ja! Wow. Wahnsinn! Julia, Wahnsinn! Wow. Unser Bundeskanzler als geleckte Meersau. Gut, hast du noch eine Runde mitgebracht? Ja, klar. Also aber ich will noch eine. Wollt ihr? Ja, natürlich. Super Spiel. Klar. Ja, gut, dann. Hier ist die nächste Persönlichkeit. Das ist nicht dein Ernst. Bis jetzt wirklich schwierig. Ein bisschen wie diese Teeblüten, die sich dann so im heißen Wasser entfalten. Es wird immer schöner. Ja. Stefan, schon wieder? Mir wurde gesagt, ich soll buzzern, wenn ich eine Vermutung habe. Ja.
Oliver Kahn. Das ist richtig. Oh mein Gott. Stimmt das? Das ist ja Stefan. Hier muss ja irgendwo ein Reißverschluss sein, wo man dein Gehirn durch einen Computer ersetzt hat. Unglaublich. Wie geht das? Wieder ein Punkt für Stefan ist. Stefan. Wie geht das? Ach so. Für später. Liebes Publikum, habt ihr Lust auf eine weitere Runde? Das kann doch wohl nicht da sein. Unglaublich. Ja, dann würde ich sagen, der Mob hat entschieden. Das nächste Rätsel startet jetzt. Es wäre so schade gewesen, wenn dieses fantastische Spiel niemals das Licht der Welt erblickt hätte. Das macht keinen Sinn. Ah, fuck! Stefan! Taylor Swift? Ja. Das stimmt schon wieder! I don't know. Du bist unglaublich. Das ist dein Spiel. Stefan aus Leipzig, ein Wunderkind in einem Idiotenspiel. Danke, Julia, das war sensationell. Ja, aber danke, jetzt Julia. Würde ich sagen, reicht. Hey, Julia, toll. Julia, mega. Der nächste Redakteur ist Robert. Er hat eine besonders brillant anmutende Quizidee dabei, deren Genius nur leider bisher unentdeckt blieb. Hier ist Robert und seine Idee: Sexy Wikipedia. Sexy Wikipedia. Wow, vorbereitet? Wie kamst du auf die Idee, sexy Wikipedia? Wo warst du, als die Muse dich küsste? Also ich war so an meinem Schreibtisch und ich dachte, es ist doch immer sehr witzig, wenn quasi zwei Sachen zusammenkommen, die eigentlich also nicht so viel miteinander zu tun haben, so wie Wikipedia und Sex. Sie. Und dann dachte ich, das ist doch vielleicht ein witziges Spiel. Ja, so war das. Und ja, diesen. Was genau machst du jetzt? Also ich würde jetzt singen, und zwar würde ich Wikipedia-Artikel singen, aber in so einem sexy Soul-Gewand. Mit deiner Stimme und deinem Körper. Und also nichts gegen deinen Körper, aber also ich nehme das zurück. Mit deiner Stimme. Also ich singe das jetzt. Ich glaube, du musst aufhören, darüber zu reden. Du musst es einfach machen. Also man muss raten, man muss buzzern, wenn man denkt, man weiß, was die Überschrift von dem Artikel ist. So machen wir. Sehr gut. Oh, okay. Dann viel Spaß mit Sexy Wikipedia. Ooh, jam the Wikipedia. Feel the knowledge grow. Sexy Wikipedia Articles. Am häufigsten lässt sie das Schackern oder Scheckern hören. Es besteht aus aufeinanderfolgenden Rufreihen mit leicht krächzendem Scheck, Scheck, Scheck. Florian? Elster? Hast du gerade den Wikipedia Artikel zur Elster besungen? Das ist richtig. What? Elster und Stecker. Gloria, du kriegst einen Punkt. Wie? Never. Wie hast du das erkannt? Ich wusste die Antwort, aber ich habe solange ihr nicht nach Taylor Swift sucht, bin ich dabei. Was war der ausschlaggebende Moment? Elster und Stecker. Das weiß man? Du weißt irgendwelche französischen, quebecerianischen Soße mit Pommes-Sachen. Naja, das kann man ja auch essen. Aber Elster essen ist ultra uncool. Aber Glückwunsch, also... Das war sexy. Wow. Ich sag doch, das ist super. Das ist mega. Hast du noch einen Artikel dabei? Ich hätte noch ganz viele. Bitte noch eine Raterunde. Gerne. Yeah. Sweet, sweet Wiki, yeah. Sexy
touch of, yeah. Ein Gebäck aus einem leicht krössen, eihaltigen Hefeteig, der mit wenigen Schichten Ziehfett touriert wird. Joko? Bei Ziehfett hast du gebuzzert? Ja, ich muss ja ein bisschen aufholen. Ich denke, wir könnten über ein Croissant reden, leicht cross. Croissant, nein? Das ist richtig. Joko, das war sehr gut. Aber Robert, ich glaube, war gut, wir haben es verstanden. Ja. Die Idee ist, ja, die ist okay. Aber ich würde sagen, vielen lieben Dank, Robert. Die nächste Kollegin heißt Marie und auch sie hat einen sogenannten Gehirnfurz dabei. Hier ist Marie mit ihrem Quiz Das Flussmann-Wissen. Wenn das was mit Flüssen zu tun hat. Oh, hast du Hilfe? Viel Druck, ne? Nach diesen zwei Knallerideen, die sich aus dem Scheißehaufen rausgewühlt haben. Ja, und jetzt passt mal auf. Was hast du uns mitgebracht heute? Wir spielen das Flussmann-Wissen. Also da geht es um Wissen und um Flüsse. Aha. Weil ich habe gedacht, also Erdkunde ist cool und Flüsse sind auch cool. Und wie genial wäre es bitte, wenn man eine Landkarte hat und dann nimmt man alles weg und es bleiben nur noch die Flüsse da und dann erkennt man das Land. Boah, stark. Stark, oder? Ja. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Was waren die Beweggründe? Zu wenig Schlaf, zu viel Alkohol, eine Deadline, die drückte? So ist es genau gewesen, ja, das stimmt. Was wurde denn bemängelt? Weil bis jetzt 10 von 10 Punkten. Ich weiß auch nicht ganz, weil wir testen das ja auch immer so ein bisschen intern unter Kollegen. Und auch Robert, der da gerade war, hat gesagt, hey, ist total geil. Ja, und Robert hat ja einen absolut guten Geschmack. Ja. Also das haben wir ja schon evaluiert. Ja, und alle haben sich wirklich Schrott gelacht, auch vor Lachen. Da habe ich gesagt, ja, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Mhm. Ja, und ja, es klingt sehr, sehr funny bis jetzt. Oder einfach nee, war das vielleicht ein bisschen langweilig, das Spiel? Nee. Viel Spaß. Ja, ach so, ja, genau. Wenn ihr meint, natürlich zu wissen, was für ein Land das ist, wisst ihr buzzern und so. Und dann, ja. Ja. Okay. Na gut, dann willst du noch mal sagen, jetzt viel Spaß mit das Flussmann-Wissen oder soll ich das machen? Ich würde es richtig gerne machen. Dann mach es, such dir eine Kamera aus. Guck mal, nimm die, die oben rot leuchtet. Und jetzt dann viel Spaß mit das Flussmann-Wissen. Oben am Kühl. Die Gurk, Frutz, What? Ganz vor, klar die kleine Tullen, kommt da noch, die Ips. Nächster Fluss kommt so vom Norden, Gusen. Und die Schmieda. Es ist Österreich. Ah, krass. Ja. Ja, Das sind ja auch die größten Flüsse in Österreich, hast du dir da ausgesucht. Absolut, ja. Der Inn zum Beispiel also, hat geholfen, oder? Leider kein Punkt. Ich muss auch ehrlich sagen, Marie, also ich habe wirklich ein Herz für Scheiße, aber das war selbst mir zu viel. Ich würde es gerne abbrechen. Ist das okay? Hä? Oh. Okay, ja, also wir können jetzt ja so tun, als wäre das ultra geil gewesen und ihr rastet komplett aus und tragt die Marie mit sehr gut. Perfekt.